Nikolaus gab es wirklich. Jeder kann sich wohl an seine Kinderzeit, an spannende Nächte vor dem Nikolaustag erinnern, in der man sich die Frage gestellt hat, ob der Nikolaus kommt und etwas bringt. Vielleicht hat man sogar in dieser Nacht gewacht, um etwas zu hören oder gar Hoffnung gehabt, diesen weisen alten Mann bei der Arbeit zu beobachten, obgleich er ja immer in Begleitung eines doch eher bösen Mannes, dem Knecht Ruprecht, ist. Nie hat irgendein Kind ihn gesehen. Doch manchmal kamen dann die beiden ganz offiziell, verteilten Süßigkeiten, man musste ein Gedicht vortragen und manchmal bekam dann auch einer einen Schlag mit der Rute. Nur komisch, dass es immer die Männer von der Feuerwehr traf. Da war dann doch ein wenig Zweifel, ob es da alles mit rechten Dingen zugeht. Heute stellt der Nikolaus sicher keine so beeindruckende Persönlichkeit dar. Er ist ja überall, im Fernsehen, im Supermarkt, auf dem Weihnachtsmarkt und, und. Und dennoch ist der 6. Dezember eine der Höhepunkte der Adventszeit, wobei die wenigsten wissen, warum man den Kindern etwas schenkt und wer dieser Nikolaus eigentlich war. Der heilige Nikolaus hat wirklich gelebt. Der Sohn aus einem sehr wohlhabenden Haus wurde um ca. 270 nach Christus in Myra, heute Kale, einer Kleinstadt etwa 200 Kilometer westlich des Touristenortes Antalya in der Türkei geboren. Dort wurde er als Nachfolger seines Onkels Bischof von Myra. Bei der Christenverfolgung wurde Nikolaus von den Römern verhaftet und gefoltert. Er überlebte jedoch diese Grausamkeiten. Nikolaus' Tätigkeit als Bischof hat zu vielfältiger Legendenbildung beigetragen. Er beschaffte den hungernden Myrern eine Getreidelieferung. Er rettete Kinder durch seine Gaben vor der Führung durch Seeräuber und verhalf armen Mädchen durch Geschenke zu einer Mitgift, die der Vater sich nicht leisten konnte, sodass sie heiraten konnten. Oft soll er heimlich durch die Straßen gegangen sein, um die Menschen, besonders die Kinder, zu beobachten. Dann hat er sie anonym beschenkt oder sie, wenn sie böse und ungerecht waren, durch seinen Knecht zu sich bestellt. Er war ein beliebter Bischof, der sich um die Menschen kümmerte. Kann sein, dass er sich auch Notizen in seinem Buch machte. Aus dieser Tätigkeit hat sich der Brauch des Kinderbeschenkens zu Nikolaustag am 6. Dezember entwickelt. Die reformatorische Lehre hat Heilige als Mittler göttlicher Gnade für überflüssig erklärt. Also auch Nikolaus. Auf das Schenken sollte aber nicht verzichtet werden. Neuer Geschenktermin wurde Weihnachten und aus dem Nikolaus als Gabenbringer mit der Zeit das Christkind und der Weihnachtsmann. Dennoch konnte dieser Brauch nicht verdrängt werden, da er sich auch als sogenannte Adventspädagogik etablierte. Nikolaus und Gefolge beurteilt das Verhalten der Kinder, die Guten werden belohnt und die anderen verwarnt. Sicher ist diese Art der Kindererziehung heutzutage nicht mehr angebracht, aber die Idee einer Visitation der Familie durch einen Außenstehenden könnte so manche Probleme lösen. Dafür gibt es Beratungsstellen. Der Nikolaustag kommt und so wird in der Nacht vom Samstag auf Sonntag so manches Kind aufgeregt in seinem Bett liegen und auf den Nikolaus warten.